Schmuck. Nee. Ja? Und jetzt zu snacken, Langhorn. Wem gehört, du sollst so ein ganz Doller sein, so mit Gewerkschaft und so. Mhm. Mhm. Seid ihr überhaupt in der Gewerkschaft? Nee. Nee? Seid ihr auch nicht in der Gewerkschaft? Kommt mal ran hier. Habt ihr was zu lesen für mich? Hier. Kommt doch mal rüber. Empfiehlt's Klause. Da erzähle ich euch was über eure Rechte. Und dass ihr euch nicht alles gefallen lassen müsst von den feinen Fabrikbesitzer da. Für die Kommunisten ein riesiger Gewinn. Denn mit Thälmann kommen 350.000 neue Genossen. Erst jetzt wird die KPD von einer politischen Randgruppe zur Massenpartei. Nur selten ist er zu Hause. Und wenn, dann verwandelt sich die Wohnung in ein Parteibüro. Hallo Martha. Deine Ernst? Das Verhältnis zwischen Martha und Ernst ist bald mehr als eins zwischen Mieter und Vermieterin. Die drei Tage reden mit. Freust du dich denn gar nicht? Alle Zeitungen schreiben über Wittorfs Gaunereien. Die KPD-Führung hat erst aus der Presse davon erfahren. Am 30. Januar 1933 erlebt er einen Schock. Wann soll das bloß noch führen? Nachdem sie jahrelang im Schatten des großen Arbeiterführers gestanden hat, wird sie nun zum wichtigsten Menschen im Leben von Ernst Thälmann.